So, herzlich willkommen zu meinem neuen Stream. Heute ist der 10. Februar 2022. Es ist kurz vor 4:30. Mein Tag ist zu Ende. Heute gab es natürlich ein bisschen mehr Trades als, glaube ich, in der gesamten Woche. Ja? Und in den letzten zwei Wochen im Februar. Denn heute, um genau zu sein, gab es tatsächlich drei Trades, die ich ja heute getätigt habe. Ja, die zeige ich euch kurz. Aber vor allem das Allerwichtigste für mich persönlich heute ist passiert, dass jemand, der gerade ist bei mir lernt, das Trading, ja, oder das Trading bei mir mitlernt, heute genau einen Trade gemacht hat, zwar zur richtigen Trading-Zeit, der 1:1, den ich gemacht habe und natürlich davon profitiert hat. Das heißt, mein System ist erlernbar, es ist umsetzbar und vor allem wiederholbar. Nicht nur für mich, sondern tatsächlich auch jemand, der es von der Pike auf neu erlernt. Wie gesagt, aber das möchte ich kurz zum Schluss zeigen. Bleibt dran, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt was in die Kommentare, damit YouTube weiß, hier ist ein super geiles Content und damit mein Kanal einfach größer wird und ich mir früher oder später ein Lamborghini leisten kann, ja. Damit ich auch rumprotzen kann als super erfolgreicher Daytrader. Zwinker, zwinker. Ja, Spaß beiseite. Ja, einfach für ein Lamborghini. Ja, lasst mir einfach einen Kommentar und ein Like. Und dann sehen wir, was passiert. So, als erstes wollte ich oder möchte ich euch natürlich den ersten Trade sagen. Der war heute ein bisschen Pre-Market. Auch hier dachte ich tatsächlich, dass ich die Zeit ein bisschen sinnvoller nutzen werde und habe mich heute mit der Gruppe ja unterhalten mit zwei meiner Studenten. Ja, über das Trading, über die Welt und so weiter. Quasi auf eine Möglichkeit gewartet, kurz na, bevor der Markt tatsächlich online geht. Nochmal ein paar Fragen beantwortet und ja, das war mein erster Trade, der hat natürlich leider nicht funktioniert und hier waren die ersten 200 Euro Minus, ja, also 200 Dollar Minus, das war ein Short Trade, hier wurde ich ausgestoppt, ja, ein paar Minuten später, 15.16 Uhr, ja, und hier sehr schön sehen, ja, upala, ne, das war zwei Punkte, sieben, ne, wie gesagt, hier, das war mein zweiter Trade, dieses Mal hat es geklappt, ja, wie gesagt, laut meinem Tradingplan muss ich ja noch weiter traden, der erste war kein Win, sondern ein Verlusttrade, und tatsächlich kam es hier zum, und auch in der offiziellen Zeit knapp um 16 Uhr, kurz nach 16 Uhr, tatsächlich zum dritten Trade, ja, und da hat es dann in sich. Ja, und dann wurde ich, wie gesagt, auch jedenfalls das Ziel erreicht. Deswegen, das ergibt 2 mal 500 minus 200 ergibt 800 Dollar Gewinn. Was aus meiner Sicht ein überragendes Ergebnis ist. Also ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich muss tatsächlich noch den Trade, den letzten Trade in mein Trading-Tagebuch eintragen und dann möchte ich euch natürlich den Trade zeigen, ja, von Marco, der quasi gerade mit mir diesen Trade gemacht hat. Ja, deswegen gib mir eine Sekunde Zeit für die Eintragung. In dieser Zeit könnt ihr natürlich bis, na, sofort ja, am besten Like da lassen, Kommentar schreiben, während ich hier auch was schreibe, ja, und dann, wie gesagt, sehen wir uns in ein paar Sekunden wieder. Und das ist auch zum Beispiel, ja, wo ich auch meiner Gruppe häufig was erzählt habe, über das Training und den Trainingplan und das Ganze, wie es funktioniert, ja, wie gesagt, das wichtigste Punkt ist natürlich, wenn der Markt nichts hergibt, ja, dass man da auch nicht tradet, weil gestern hatte ich kein Video gemacht, habt ihr wahrscheinlich gemerkt, ne? Aus dem Grund, weil der Markt absolut keine einzige Gelegenheit geliefert hat zum Traden und ja, dazu kam es auch nicht zu einem Video. Weil worüber soll ich einen Markt oder ein Video machen, ja, wenn der Markt sich absolut nicht bewegt? So ist es, ja, und da gab es einfach nichts zu erzählen. Kurz, ne, wie gesagt, gleich kommt das Trading-Tagebuch. So sieht es aktuell aus.
Ja, so sieht es aktuell aus. Wir haben jetzt, also in dieser Woche habe ich jetzt fünf Trades, glaube ich. Ja, zwei davon plus minus null, einen Verlusttrade und zwei volle Gewinne. Die waren heute volle Gewinne, beide. Ja, 80% Win-Trade und 15,78% seit Beginn diesen Jahres. Ja, also seit Januar, zweiter Woche Januar. Ja, und bis jetzt ist das ein sehr gutes Ergebnis. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin auch sehr mit meiner Trefferquote aktuell zufrieden. Ja, das heißt, das kommt auch daher durch die Verbesserung oder sage ich mal Verfeinerung meiner Workspace. Ja, dass es quasi für alle mehr oder weniger leichter zum Nachmachen ist und auch zum Wiederholen. So, und jetzt möchte ich euch natürlich etwas zeigen, was mich sehr, sehr, sehr selber gefreut hat. Ja, ich mache das mal kurz. Oh, da sind ein paar Leute offline. Ja, ich mache mal die Namen einfach mal kurz zur Seite. Datenschutz. Zwinker, zwinker. Ich hoffe, die sind alle damit einverstanden. Falls ihr alle aus der Gruppe, ja, die das gesehen haben und ihr nicht gerne im Video gezeigt werden möchtet, wie gesagt, schreibt mir kurz einen Kommentar. So, ich nehme mal den Superdome weg. Und das ist das, was ich machen möchte. Ja, wie gesagt, das war kurz meine Nachricht. Ja. Hier noch kurz ein paar Fragen beantwortet, wie ich es davor erzählt habe. Und hier habe ich dann das Bild geschickt, ja, mit dem Trade, der letzte, der jetzt gerade geklappt hat, wo ich ja mein Ziel erreicht habe. Ja, und der erste quasi, der schon mit dem Paper Training fertig ist, quasi im letzten oder nächsten Level quasi losgeht, der sich mehr oder weniger für das nächsten Schritt qualifiziert hat, und zwar Live Training auf dem Demo-Konto. Ja, wer Marco. Und wenn ihr vergleicht, guckt ganz genau hin, wo ich eingestiegen bin, ja, hier, und da oben wurde ich ausgestoppt. Und das ist Marco, er ist genau hier eingestiegen und wurde da oben ausgestoppt. Ja, eins zu eins derselbe Trade. Und wie gesagt, das macht mich übertrieben glücklich, weil es mir erstens zeigt, ja, dass, wie gesagt, das, was ich unterrichte, dass es erstens wiederholbar ist, zweitens unterlernbar, ja. Das ist für mich, also sag mal so, ich freue mich für Marco natürlich so wie, genau, wie so ein Vater, deren Kind gerade laufen lernt. Ja, weil wie gesagt, ich freue mich richtig. Und hier noch eine kurze Unterhaltung, ja, weil die Sache ist an der Börse, ja, wenn man es gelernt hat, einmal das Trading mit nur einem Kontrakt zu, sage ich mal, wie so ein Kreis zu schließen, das heißt, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr Gewinne zu machen, egal wie groß die sind, selbst wenn sie nur 40 Euro sind oder 240, 500, ja, 500 ist schon ein bisschen viel mit einem Kontrakt pro Woche, aber in dem Bereich zwischen 40 und 250, sage ich mal, ja, musste so der durchschnittliche Profit liegen pro Woche, wenn du mit nur einem Kontrakt tradest, so eine Strategie hast, die 50% Trefferquote hat und ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1. Ja, die Sache ist aber nur, wenn man es einmal geschafft hat und auf einmal im Blick, ja, 250 Euro klingt so wenig oder 150, ja, es variiert ja zwischen 40 und 250. Ja, es ist nicht noch wirklich Trading. Die Sache ist aber, es gibt, na, das, was ich schon immer gesagt habe, was nur im Trading-Bereich gibt und keinem anderen Business, ja, ist die Möglichkeit zu skalieren. Und zwar, wenn du es mit einem Kontrakt geschafft hast, konsistent wiederholbar zu traden. Ja, dann ist es nur ein Klick entfernt von einem Kontrakt auf zwei Kontrakte oder von einem Kontrakt auf 10 Kontrakte. Und plötzlich hast du deinen Umsatz verdoppelt. Und da, wo du durchschnittlich in der Woche 200 Dollar gemacht hast, mit nur einem Kontrakt, ja, machst du 10 Kontrakte draus und schon machst du um die 2.000 bis 3.000. Ja, pro Woche. Für immer dasselbe Tätigkeit. Du wirst nicht länger arbeiten müssen, sondern du tust immer wieder dasselbe, aber du lernst und entwickelst dich einfach für dich und deine Psyche natürlich, ja, die damit mit den Geldsummen erstmal mitkommen muss. Und zwar mit einem Kontrakt, mit dem zweiten, mit dem dritten, mit dem vierten, fünften und so weiter. Ja, aber auf die Kontrakte kommst du erst dann, wenn du, wie gesagt, bewiesen hast, dass du auch mit einem Kontrakt konsistent traden kannst. Weil, egal wie viel Geld du hast, ja, solange du nicht konsistent bist, wird es dir absolut nichts helfen. Das Geld wird sehr schnell weg sein und du hast nichts davon. Ja, wirklich nichts, weil an der Börse verlierst du, wie gesagt, oder verdienst du Geld, kein Geld, nicht mit der harten, fleißigen Arbeit, sondern mit den Entscheidungen, die du triffst. Und diese Entscheidungen müssen, wie gesagt, erstmal trainiert, erprobt werden, ja, und nochmal trainiert und umgesetzt.
Und erst wenn das wirklich umsetzbar ist, wiederholbar, ja, und wiederholbar, das ist wie gesagt der entscheidende Punkt. Wenn man Trading lernen möchte, ist das Wiederhol oder Wiederholbarkeit, ja, ist der Schlüssel zum Erfolg Nummer 1. Außer natürlich, ihr, sage ich mal, entwickelt die Strategie selber von euch, ja, und verwendet dafür 10 Jahre, klar, dann. Es ist euch, ob es wiederholbar ist oder nicht, ist es euch überlassen, solange ihr wisst, was ihr tut. Ja, aber solange man, aber wenn man weiß, sage ich mal, das von jemand anderem lernt, und für mich persönlich ist es auch übertrieben wichtig, ja, tatsächlich, das ist für mich die Strategie, die ich tue, oder die Art und Weise, wie ich trade, ja, Einfachheit ist für mich wichtiger, als dass es profitabler ist. Sag ich mal, wenn eine Strategie 2, 3, 4, 5 Punkte profitabler vielleicht ist, ja, im Woche oder Monat, aber dafür kompliziert und ich mache sehr viele Fehler dahin, weil ihr kennt vielleicht die Videos noch aus dem letzten Jahr, ne? Da war die Workspace, das heißt die Arbeitsumgebung, mit der ich getradet habe, sah noch ganz anders aus. Jetzt habe ich viel mehr Linien und so weiter. Nur aus einem einzigen Grund, weil es einfacher zu folgen ist, dem Trend. Ja, mit den Linien ist es für mich und für meine Studenten quasi, die jetzt bei mir lernen, wesentlich einfacher, dem Markt zu folgen, was er macht und in welcher Situation er sich befindet, als wenn der Markt quasi so nackt wäre. Ja, muss ich auch sagen, man muss sich daran gewöhnen. Quasi die Schwierigkeit davor war, das dem Trend zu folgen, auch wenn er anfängt, so hoch und runter zu gehen, wo man eigentlich den Überblick verliert. Hier ist es nicht mehr der Fall, ja, aber früher war das die Schwierigkeit. Aber die Schwierigkeit jetzt ist dafür zum Beispiel geworden, dass man den Überblick. Ja, was ist eigentlich der Markt? Was macht er eigentlich so? Ja, habe ich einen Aufwärtstrend? Habe ich einen Aufwärtstrend? Ist das eine Bewegung? Ist das eine Korrektur? Man verliert mehr oder weniger ein bisschen so den Überblick, was der Markt macht, weil man sich zu sehr an die Linien konzentriert. Aber ich finde, das ist ein, wie sagt man das so schön, ein, das ist ein Problem, ja, womit ich leben kann. Ja, ich muss nicht unbedingt wissen, ob das das und das ist, solange das, was ich tue, funktioniert und mir Geld bringt. Weil das ist das Entscheidende für mich, ja, und dass ich das immer wieder wiederholen kann. Und ich denke mal, alle meine Studenten werden das selber sagen und bezeugen, dass Einfachheit und Wiederholbarkeit und dass man so einen roten Faden hat, dem man folgen kann, wesentlich wichtiger ist als ja, große Versprechen von großem Geld, wo man es eigentlich nicht weiß, wie man es nachmacht. Wie gesagt, in diesem Sinne, danke, dass ihr zugeschaut habt. Hier ist nochmal das Ergebnis. Hier ist nochmal das andere Ergebnis. Ja, wie gesagt, das Jahr geht bis jetzt so gut los und ich hoffe, es ja, war nur der Anfang und dass es quasi auch die nächsten Tagen genauso laufen wird und möglicherweise noch viel besser. Ja, 15% in 2 Monaten ist ein überragendes Ergebnis, weil wie gesagt, ich aktuell nur mit 2 Kontrakten trade. Und der Markt schreit quasi dazu, ja, oder die Kriterien, dass ich eigentlich einen Kontrakt hinzufügen muss. Das heißt, ein Levelaufstieg ist unausweichlich für mich. So, in diesem Sinne, danke, dass ihr da wart, wie gesagt. Daumen hoch, abonniert den Kanal, schreibt in die Kommentare, was auch immer ihr wollt. Sagt YouTube, dass ihr mich gerne habt und dass ich endlich mir einen Lamborghini verdient habe, ja. Für mein Profil als Supercoach. So, vielen Dank und wir sehen uns morgen. Macht's gut, bye bye, ciao, ciao.